Ich arbeite als Krankenschwester für das ukrainische Rote Kreuz und versorge 54 Hilfsbedürftige. Zu meinen Patienten hier in Kocetok gehören auch 10 Binnenflüchtlinge. Für diese vertriebenen Menschen empfinde ich großes Mitgefühl. Manchmal bricht es mir fast das Herz. Das Mädchen, das hier wohnt, gehört zu meinen Patienten. Ich achte darauf, dass sie die richtigen Tabletten nimmt und messe regelmäßig den Blutdruck. Und manchmal sehe ich auch einfach nur nach dem Rechten. Ein typischer Arbeitstag beginnt für mich morgens um 8 Uhr. Aber es kommt auch vor, dass ich Patienten schon um 7 Uhr besuchen muss. Und dieselben Patienten dann abends um 7 nochmal. Ich verabreiche unterschiedliche Medikamente, setze Spritzen und gebe Tabletten aus. Ich mache auch Dinge wie Einläufe. Ich wechsle Verbände, insbesondere bei den Bettlägerigen und denen, die im Rollstuhl sitzen. Besonders nützlich ist dafür Verbandsmaterial aus der Schwesterntasche, die wir vom DRK bekamen. Die Taschen erlauben es uns auch, in Notfällen Erste Hilfe zu leisten. Überall und zu jeder Zeit. In den Taschen ist wirklich alles.